Ich habe eine Frage. Wann fängt der Deutschkurs A2 an? Am Montag beginnt ein neuer A2-Kurs. Okay. Und um wie viel Uhr ist der Kurs? Er fängt immer um 14.30 Uhr an. Ach, am Nachmittag? Nein, ich brauche einen Kurs am Vormittag. Wir haben einen Vormittagskurs ab 9 Uhr. Er fängt am Mittwoch an. Wie lange dauert der Unterricht? Der Kurs dauert 4 Stunden bis 13 Uhr. Vielen Dank. Ich habe eine Frage. Wann fängt der Deutschkurs A2 an? Am Montag beginnt ein neuer A2-Kurs. Okay. Und um wie viel Uhr ist der Kurs? Er fängt immer um 14.30 Uhr an. Ach, am Nachmittag? Nein, ich brauche einen Kurs am Vormittag. Wir haben einen Vormittagskurs ab 9 Uhr. Er fängt am Mittwoch an. Wie lange dauert der Unterricht? Der Kurs dauert 4 Stunden bis 13 Uhr. Vielen Dank. Siebzehn Uhr zwölf. 14:31 Uhr. 6:15 Uhr. 22:30 Uhr. 18:58 Uhr. 5:45 Uhr. 18:19 Uhr. 0:20 Uhr. 9:12 Uhr. 20:15 Uhr. 22:45 Uhr. 16:29 Uhr. 5:04 Uhr. Willkommen bei der Oase, Ihrem Kulturmagazin am Nachmittag. Thema heute: Wie viel Zeit braucht der Mensch? Los, los, los! Es ist schon 5:05 Uhr. Wir müssen spätestens um 8:30 Uhr in der Kita sein. Meine Güte, wir kommen wieder zu spät. Auf Gleis 2 erhält jetzt Einfahrt der ICE aus Köln. Planmäßige Abfahrtszeit um 7:57 Uhr. Es ist 5:05 Uhr. Es ist 10:30 Uhr. Es ist 4:10 Uhr. Es ist 5:05 Uhr. Es ist 3:05 Uhr. Es ist 11:20 Uhr.
Von Montag bis Donnerstag bin ich im Deutschkurs. Er dauert von 10 bis 14 Uhr. Am Nachmittag hole ich dann meine Kinder ab. Arian um 15.30 Uhr und kurz danach Mina. Am Freitag gehe ich um 10:30 zum Sport. Die Kinder hole ich freitags schon um 14 Uhr ab. Morgens stehe ich um 6:30 auf und dusche gleich danach. Ich trinke immer zuerst einen Kaffee. Ich bringe die Kinder zur Schule und Kita und hole sie ab. Aber ich kaufe normalerweise nicht ein. Das macht mein Mann. Am Wochenende gehen wir auch zusammen einkaufen. Abends surfe ich im Internet. Manchmal telefoniere ich auch mit meiner Familie. Unter der Woche koche ich abends nur selten. Mittags essen wir beide warm. Kaya in der Schule und ich in der Kantine. Dann essen wir abends Brot mit Käse und manchmal einen Salat. Aber am Wochenende koche ich meistens. Mittags oder abends. Ich koche werktags immer, immer abends. Ich koche einfach sehr gern. Dafür kocht Melek dann am Wochenende. Da koche ich nie. Melek kocht auch gern, aber nicht jeden Tag.